Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mando Blade Warband mit dem Flores Mod. Yes! Hinter dem kleinen Büschchen wartet unser Trupp mit den 7 Gefangenen auf uns. ich liebe es. Also momentan ist Mando Blade Warband mit dem Flores Mod richtig mein Lieblingsprojekt. Und Dankeschön, dass das auch ein bisschen beliebter wird. Ja! Ich habe ein bisschen, man sieht es hier, ein bisschen getestet. Ja, 10 Tage. Ich habe ausprobiert, was ich machen kann im nächsten Ding, was ich mir trauen kann. Und habe geschaut, wie die Sarandeeten so, überleben. Weil die haben jetzt schon recht viel verloren. Hier Almera und hier Saris. Sie überleben relativ gut. Das Problem ist einfach, dass sie viele Verluste haben. Müssen wir schauen, sonst müssen wir denen auch uns anschließen oder irgendwie einfach helfen. Gegen die Rodox kann ich wahrscheinlich nicht helfen, denn sonst bekomme ich zu viel Minus dort. Ja, mal schauen. Und ja. Also, Dankeschön für die paar Likes. Und eben, es wird richtig spannend in den nächsten Folgen. Ich muss da mal schauen. So, wir müssen mal schauen, wie es dem Trupp geht. Ja, ist ein paar verletzt. Okay, dann machen wir ein paar Fante, die haben wir noch nicht so. Inventar. 17, ja. Na gut. Hier hätten wir noch ein paar Punkte übrig, weiß nicht, von wo die kommen. Aber die kommt man, glaube ich, noch ein bisschen über, abseits vom Level, weiß ich jetzt nicht genau. So, was will ich jetzt? Eigentlich will ich ja jetzt... Ah, das ist das mit dem Quest. Ja. Wir haben gerade nichts, wir sind doch... Wieso haben wir keine Quest vom Marschall? Ist gerade am Ändern. So, Steppenbandit 130, 130, Edelknecht 170. Sehr schön. Haben wir wieder Geld verdient. Ah, Jungfrauen. Nö, oder? Nein, sind zu teuer. Da oben ist nichts, oder? Muss ich mal schauen. Nö, da ist niemand. Es könnte sein, dass hier oben auch mal einer ist. Aber scheinbar nicht. So, Gildenmeister. Ein Auftrag. Nach Helikala, das ist zu weit. Weg damit. Nein, nicht warten. So. Hallo! Ah, blöd. Blöde Lex. So. Wegen dem Zeitvorspulen hat es kurz geleckt. Und ja. Ich möchte heute mit dem Marschall ein bisschen reisen. Ich kann nicht verstehen, dass der keine Aufträge für mich hat. So wie das Erkunden und so. Leider nicht. Schmierer. Haben wir die nicht gehabt? Nein, die haben wir noch nicht. Kaufmann. Okay, sie kommt einfach mit. Der Nissar kann auch mitkommen. Ja, 300 von mir aus. Und sonst... Ein Stave-Bogen. Was haben wir denn? 29. Ist zu teuer. Nun gut. Essen haben wir genug. Essen. Da. Nicht. Okay, wir müssen mal die Items ein bisschen runter tun. So.
Das ist nicht so gut. Die Sachen können wir hochlegen. So, und dann kommt ihr nach. Und jetzt haben wir genug Ding für Brot. Komm. Marktplatz, Warenhändler, Brot. Billig, ja. Von mir aus 58, 59 ist gut. 113 ist zu teuer. Weil wir haben recht viele Truppen und die brauchen auch viel Brot. Deshalb. Ich weiß jetzt nicht, ob es... Ja, das war, glaube ich, im letzten Part oder so, wo wir... Nicht Zuno... Ah nein, das war im Test, weil, Nordmänner haben Zuno angenommen. Und ich habe sie dann wieder zurückerobert, habe die Ding geleitet, die Belagerung, und habe dann als Dank... Was macht ihr? Wo seid ihr denn? Mann, wieso sterben jetzt dreimal hintereinander? Also sterben, gefangen genommen. Ich muss wissen, wo der Marschall ist. Okay, Etrosk, das ist da oben, oder? Das ist scheinbar die da oben, die Burg. Der Shavi. Was hast du so? Du bist die... Ja, Wegfindung brauchst du nicht. Machst du Stärke? Bogenzugkraft. Bogenschießen. Sehr schön. Ah, mir kommt alles so bekannt vor, weil ich ja eben getestet habe. Dann bin ich jetzt auch ein bisschen verwirrt, dass alles wieder kommt. Wieso kommt dann plötzlich alles wieder? Das ist schlimm. Oh. Ich glaube, die Burg können sie nicht einnehmen dort oben. Marschall, bist du wahrscheinlich dort im Ding. Okay, ja, eine Bogenschützin nochmals. So, wir verkaufen das. Das tun wir hier hoch. So, und diesen Müll können wir verkaufen. Spalt haben wir auch, weil das sowieso nicht mehr tragt. Ich habe gemerkt, dass die Vasallen, also nicht die, die Mitglieder, also die Gefährten, recht schnell Erfahrung bekommen, wenn sie Gegner killen, also gut ausrüsten. Ist ja das Cooles. Also ist das, gibt richtig viel. Entschuldigt, Schwester, es gibt so etwas, das ich euch sagen muss. Ich habe genug davon, ganz Kalarazi und Länge und breite Nacht durchzustreifen. Ich habe genug gespart, um mir ein Stückchen Land irgendwo zu kaufen. Ja, der Bonduk ist sowieso der, der... Vielleicht kann ich Meinung... Okay, Bonduk. Da muss ich nämlich schauen, weil... Ja, ist einer der Stärksten. Aber er ist der Krieger, also er kann gehen. So, du willst Einhandwaffen. Gut. Jetzt kommt dieses Lied wieder. So, hier sind Banditen. Ja. Und wo ist Ries? Na toll, die kommen. Ich muss schauen, wo Ries ist. Wahrscheinlich dort oben. Okay, hier sind auch noch Banditen. Die wollen wir aber nicht angreifen. Ah, oh, Mist. Da ist niemand. Es sind überall Banditen, Swadien. Jetzt hört einfach mal auf, Krieg zu machen und erledigt diese Banditen. Sonst mache ich es danach, wenn ich dann stärkere Truppen habe. Das ist schlimm. Gott, oh Gott. Die KI ist so dumm. Sie ist furzdumm. Ries, geh weg. Danke, du blöde Schrift. Burg Kulma, das ist doch in der Nähe. Ja, das ist da oben. Wie komme ich jetzt da oben durch? Wir haben Krieg gegen Rodok, die greifen uns an. Die Banditen greifen uns an. Ja, ist schwer. Also hier können wir entlang.
Wir gehen sonst nach oben hier. Da werden sie uns nicht finden. Gut, das ist doch schön. Also eben Banditen jagen in den nächsten paar Parts. Und sonstige Sachen noch machen. Eben ein bisschen beliebt uns unter den Swaden machen. Und vielleicht nochmal ein Ding kaufen irgendwo in einer Stadt. Vielleicht Zuno wäre schon optimal, in Zuno ein Haus zu bauen. Oh. Geht weg. Nicht einholen, nicht einholen, nicht einholen. Weg da. Okay. Wie kann ich jetzt zu Kulma gehen, ohne dass die mich finden? Das ist schwer. Ist der überhaupt noch hier? Okay. Palantius Oval ist hinterhältig und verlogen. Betrügen kann. Ich sage, er unterstütze dich. Und jetzt schaue ich mal. Bei Etrosk sind die Leute. Aber jetzt nicht mehr. Masnord ist jetzt auch im Krieg. Das ist schlecht. Also ich weiß jetzt nicht, wo die Dinge sind. Hä? Wurden die alle gefangen genommen, oder was? Ja, Delinard wurde besiegt. Ah, die wurden wahrscheinlich nach hinten. Okay, Ries ist wieder bei Ergelion. Aber Ergelion ist hier. Wo ist Ergelion? Da vorne, jetzt sind sie plötzlich da vorne. Ja, toll, hey. Schlimm. Das ist Verwirrung pur. Jetzt sind sie plötzlich da vorne. Um mich kreisen sie ein, die Rodox. Das sind böse Rodox. Ich mag Rodox nicht mehr. Komm, beendet endlich den Krieg, Rodok und Swaden. Bitte. Ich will mich nicht negativ machen. Bis ich dort wieder bin, ey, ich bin viel zu langsam, ich muss Truppen abbauen. Lieber stärkere Truppen reinbauen, also reinnehmen. Das ist Wahnsinn, wie langsam ich bin in der Nacht und im Wald. Schlimm. Okay, dieses Let's Play verzögert sich um 2 Minuten. Nee, nicht. Bahnstreik. Okay, schön. Nicht angepackt, das ist auch schön. Aber die haben sowieso nicht viel zu tun. Aha, hier sind die. Ries ist hier. Komm. Ja, ich hab Dvorianin Invisus Kabel bekämpft und besiegt. Ich wünsche euch Freude über den Sieg. Ah, endlich seid ihr da, Monika Basi. Wir haben euch erwartet. Hoffentlich habt ihr genügend erfahrene Truppen mitgebracht. Jawohl. Großartig, wir werden bald aufbrechen. Nun, ihr seid ein Krieger, der es versteht, mit Augenmaß vorzugehen. Und wir vertrauen darauf, dass ihr tun werdet, was nötig ist, um unseren Feldzug zu unterstützen. Ich verlange nicht, dass ihr in meiner Nähe bleibt, aber falls ihr die Ansicht seid... Ja, das habe ich schon mal gelesen. Ich will eigentlich den Reich... Nein, den will ich nicht angreifen. Ich will so wenig angreifen wie möglich. Damit ich nicht ins Negative komme bei den Rodox. So. Schön, dass ihr hier seid. Irgendwo war ein Krieg, ich hab's gehört. Irgendwo greift jemand an. So, was müssen wir denn machen, Herr Ries? Nicht Krieg, komm schon. Nicht Krieg. Gut. Ja, jetzt sind sie halt ein bisschen böse auf uns. Aber das haben wir nur Ries zu verdanken. Er wird sterben wahrscheinlich. Nein. Okay, sie lassen ihn. Los. So, wann bekomme ich einen Auftrag? Ich habe ihn verjagt, habt ihr es gesehen? Der hat nur 29 gehabt. Oder so etwas in der Nähe. Ja, ich werde es machen.
Natürlich, ich komme sofort. Ich bin nur ein bisschen hinter dir. Bist doch fast schneller als ich. Monika Basler, ich benötige einen Freiwilligen, der das Gebiet aufklärt. Wir wissen fast nichts über diese Gegend und bevor wir weiterziehen, muss ich mir einfach ein besseres Bild der Lage machen können. Ich will, dass ihr Burg Ergeln, Pagundo und Burg Grunwert, haben die das nicht auch schon gemacht? Oder was ist auch ein Test? Nun gut. Dann werde ich das halt machen. Ich werde von hinten anfangen und das ist wahrscheinlich hier Grunwalder. Ich werde von Grunwald anfangen und mal schauen, wie wir gut machen können. Ja, das ist halt ein bisschen eine Streckfolge. Der Weg hier, okay. Weg hier ist fertig, Krieg. Sehr schön. Ah, freut mich nur noch zwei Frontenkrieg. Oh, Raisin wurde besiegt. Hat man, ich habe Palantius Nadia so satt, das kann nichts über anders sprechen als über den Vater und den Dorfältesten. Ja, unterstützen, Marlene. So. Pagundur, Ergeljon wird das Schwierigste sein, da müssen wir irgendwie taktisch vorgehen. Da ist zum Beispiel einer mal. Oh, das Pagund, Ding, klaglos. Nein, wir helfen ihm nicht. Ah, Burg Ergeljon, welch ein wunderschöner Ort, direkt am Fuße des Rhodox Hochlandes. Solche glückliche Tage verbrachte ich hier im letzten Sommer. Erzählt mir mehr. Du warst in swardischen Truppen, ja, das ist zu viel gelesen. Kuhhirten warst du. Okay. Nein. Boah, der ist schnell. Der ist schnell. Der ist schnell, schnell. Der ist zu schnell. Der ist zu schnell. Komm schon, irgendwo. Ja, gut, abgelassen von uns. Also, wie heißt der Reichsinn? Du bist ein bisschen böse. Du hast bei mir angelockt. Bisschen böse, sehr böse. Ich will kurz noch diese Burg auskundschaften. Gut. Und jetzt weg, weg, weg da. Die sind in die Nähe gekommen. Wanhugus. Wie der heißt. Der Wanhugus. So, wir müssen zu Ries gehen. Gehen wir mal nach Uxal und fragen, wo der Ries ist. Ibiran. Wo ist Ibiran? Da haben. Ah, es wird spannend. Lösegeldvermittler haben wir nichts zum. So, wo ist der Ries? Ries. Ries. Ruluns und Suno. Ruluns ist da und Suno ist da. Schauen wir mal bei Ibiran, wer angreift. Wahrscheinlich eine von den Nords. Naja. Ja, der König von der Nord. Von mir aus. Und der Ries kommt da und sieht, dass der König da ist und haut ab. Und der König von uns kommt auch. Gegen Nords könnten wir kämpfen. Eine leichte Aufgabe, mein Herr. Ja, ich hab's gemacht. Dankeschön. Also, ich folge dich wieder. Ich folge dir wieder. Beim nächsten Vasall, also wenn der Vasall weggewählt wird, werde ich dem nicht helfen, solange er nicht sagt, dass wir etwas machen. Also, dass ich etwas machen muss. Brauche aber einen Auftrag. Ries, gib mir einen Auftrag, bitte. Da könnten wir für einzelne angreifen, aber es ist zu.
ja, es gibt zu viel Verluste sonst für uns. So, was macht ihr? Gar nichts. Die greifen wir an, komm. Kommt zu uns? Nein, die haben Angst. Die könnten wir angreifen. So. Und jetzt machen wir wieder taktisch. Boah, was ist denn das für ein Dickicht hier? Kommt mal hier rüber. So. Hallo. Ah, die greifen auch an. Okay. Dann greifen wir auch an. Aber wir laufen. Weil die sind ja mit uns zusammen. Also die sind weit weg gewesen, aber plötzlich sind sie wieder mit mir zusammen. Okay, wir haben einen Feind getroffen, zum guten Glück. Nochmal getroffen. Ja, das reicht. Wir werden alle töten. Hahaha. Diese Banditen werden wir ausrotten. Boah, habt ihr das gesehen? Das ist wahrscheinlich der Ries, ja. Der sieht cool aus. Danke, du Knüppelmensch. Er hat ihn niedergeknüppelt. Yay! Boah, ist das laut gerade. Yay, wir haben gewonnen. Keine Verluste. Ja? Ja, keine Verluste. Zwei wurden getötet von dem anderen. Gut, zwei ansehen. Bandit, Plünder. Ja. Nehmen wir mit. So. Berserker. Ah, cool. Milet. Oglan. Wir machen einen Oglan. Gut. Dann haben wir es hier. Und hier haben wir hoffentlich schlechte Sachen. Den Helm, den nehme ich mit. So. Gut. Meine gnädige Dame, ich fürchte, ich kann den Anwesenheit von Palantios Nissa nicht länger ertragen. Während der letzten Schlacht stand ich hinter ihm und erkannte den Schwung seines Schwertes wieder. Er war vor vielen Jahren in meinem Dorf, wo er dem Dorfältesten half, noch mehr Frauen zum Töten zu erhalten. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn wieder erkannt habe, deshalb schlug er mich nieder, damit ich still bin. Niemand hat es in den Eifer des Gefechtes gemerkt. Bitte, meine gnädige Dame, lass dieses Monster nicht wieder in meine Nähe. Okay, ich unterstütze sie. Ich habe gerade keinen Zettel, aber der Nissa, der scheint ein Fehler gewesen zu sein, dass ich ihn mitgenommen habe. Nun gut. Ich möchte aber schauen, dass die nicht weggehen von da. Seid gegrüßt, Freund. Erwan. Gute Reise. Ich wollte dich gar nicht ansprechen. Der Karawane ist zu fett. Schade, hier gibt es keinen. Ich wollte eigentlich einen Sklavenmeister haben. Nun gut. Was haben wir hier? Null. Dann gehen wir mal zum Karawanenmeister und schauen wegen einem Auftrag. Dazu müssen wir jetzt nach oben vielleicht. Ja. So, und zwar einen Auftrag. Nein, das kann ich nicht. Das ist wieder die Quest, wo wir die Dingi finden, die Banditen. Ich möchte wieder zurückgehen. Irgendwo muss hier. Ja, er ist immer noch hier. Gut, die machen irgendwie scheinbar gar nichts.
Vielleicht redet der König gerade mit dem Marschall. Hey, schönes Antlitz. Ich habe mir Palantius Chimera angesehen. Ich sage euch, traut ihrem schönen Gesicht nicht zu sehr, denn eine Schlangenzunge verbirgt sich darin. Ich habe ihr von meinem gerechten Sieg in den ehrlichen Spielen im Bogenschießen erzählt und nun verbreitet sich die dreckige Lüge im Lager. Sie sagt, dass ich die Spiele manipuliert habe und dass ich mich durch mein gesamtes Leben gemogelt hätte. Bitte traut ihr nicht, ihr kennt mich richtig. Ja. Okay, Chimera ist hoffentlich nicht eine Hexe. Chimera ist, glaube ich, die neue, ja. Muss die mal alle mal nach oben hauen. Sonst habe ich keine Übersicht. Da noch. So. Und dann nach oben. Kann man die auch anders nach oben ziehen? Nein. Man muss es also so machen. So, dann werde ich die, die nicht so beliebt sind, nach ganz oben hauen. Dann sehe ich immer, wer also nicht so beliebt ist. Also, nach ganz oben gehört Chimera. Und was Nissa? Es war Bunduk, oder? Ja, es war Bunduk. Okay. Die oberen, die muss ich schauen. Werde ich sowieso nicht mehr an. Werde ich halt schauen müssen, wenn ich jetzt mag und wenn nicht. Es geht leider nicht besser. Momentan geht gar nichts hier. Ich könnte ja mal ein bisschen Banditenjager suchen. Die sind wahrscheinlich auch hier irgendwo. Okay, die gehen weiter. Ah, die hauen ab. So. Wir müssen sonst mal Banditen jagen. Aber eben, wir haben es ja gesagt, nach diesen Quests vom Marschall. So, Ries geht nach Suna scheinbar. Ich will mal in einem Turnier mitmachen. Oh, geht die nicht? Habt ihr eigentlich keine Gelage hier ins Ding? In Svadien. Geht mal rein in die Stadt. Ich will ein Gelage haben. In Pramen. Wieso geht niemand nach Pramen? Das ist nicht so gut. Ich würde sicher den Leuten auf die Nerven gehen, wenn ich immer so vorne dran herumtanze. Okay, ich halt ins Ding. Vielleicht gibt es jetzt irgendjemanden. Nein, es hat sich noch nicht. Es hat noch nicht gewechselt. Schade. Aber in Suna möchte ich gerne ein Geschäft haben. Dafür brauche ich eben ein bisschen mehr Beliebtheit in Suna. Das mache ich eben durch die Gildenquests. Und dann irgendwann mal ein Dorf am besten. Weil Dorf verteidigen konnte ich immer am besten. War doch ein bisschen langweilig, aber mein Dorf war dann immer eines der größten bei Rodok. Ich glaube, bei einem alten Let's Play war das und... Ja, wir waren eigentlich recht gut.
Wollen die eigentlich den König, den Ding nicht mehr? Wir haben ja... Ah nein, das ist nicht hier. Aber ich hatte, einen Trupp. Und... Scheiße. Das ist so natürlich schlecht. Mit 710 Praven. Dann verlieren wir noch Praven, oder was? Ich hoffe, dass es noch mehr... Dass noch mehr kommen. Ist nicht so gut. Scheiße. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yay. Entschuldigt, Schwester. Es gibt da etwas, das ich euch sagen muss. Ich habe genug davon, ganz Karaten der Länge und Breite. Ja, ja. Nun gut, geht euren Weges. Du bist ein Feigling. Okay, der stirbt. Aber Praven können wir retten. Komm. So, den nächsten Angriff werden wir dann mitmachen, aber nicht jetzt, wenn wir so viele Truppen hier haben. Das ist zu viel. Ja, den. Helfen. Nein! Ja, dann sieht Adolf. Ich möchte gerne. Hallo, ich möchte gern im Krieg mitmachen, aber ein Trupp ist drauf. Ist mir scheißegal. Nun zurück ins Glied, Rolf. Du nervst. Ja, Ries möchte ich helfen. Gut. Wieso ist das vorher nicht schon gegangen? Da wo, ich wollte einfach, dass Ries bei mir beliebter wird, damit ich Ries helfen, nicht dem anderen. So. Ja, genau! Was ist denn das? Lol, was ist denn das für eine Startposition? So, okay, wir greifen gleich an. Was ist denn das? Wie kommen wir jetzt zu den Feinden? Ja, die stecken auch fest. Wir haben die Beste. Wieso ist das so gebirgig? Auf der Landschaft ist das gar nicht gebirgig. Das ist ja mega peinlich gemacht hier. Also da oben sind sie. Gut, abhauen. Nein, hallo. Ab. Schaut mal. Ich rutsch runter. Ich habe ganz normal Ding. Wahnsinn. Greift an. Oh, der hat sich einfach weiter bewegt. Tanisa ist bewusstlos. Das war auch vor... Oh nein, das war der andere, der Rolf. Aber der Baum ist auch falsch platziert hier. Gut. Was? Nicht getroffen? Wo sind die Okay, wir greifen lieber so an. Das ist Chaos hier. Größter Chaos. Yay, gewonnen. War so eine schlechte... Okay. Eine Jägerin wurde getötet von mir aus. Ist nichts wert. Gut, euch hier zu treffen, Monika Basler. Lasst uns den Himmel für unseren Sieg danken und die vielen guten Männer betrauen, die Leute heute fielen. Wo sind viele ge... Okay, sind doch gar nicht viele geflogen. Gestorben. Ich weiß es nicht. Wieso haben wir jetzt wieder Brot verloren? Oh, Menno. Ich will ja, dass Truppen sterben. Also, dass meine Truppenbützen dezimiert wird. Schönes Antlitz. Heute hatte ich ein sehr angenehmes Gespräch mit Palantius Jeremius. Der ist immer beliebt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, er und ich empfinden bei diesen Blutvergießen um uns herum das Gleiche. Es ist eine Verschwendung, gute Männer, die besser in Spielen und Turnieren geschlagen werden könnten. Auf diese Weise können sie ihre Kinder und Kindeskindern von unserem Ruhm und Trumpf berichten. Sehr schön.
Gut, dann machen wir hier mal einen Speicherstand. So, und zwar Nords kloppen. So. Gut, wir machen noch ein paar Minütchen. Da ist noch der Rest. Okay, der geht dorthin. Und wir verfolgen die. Wir jagen sie heim. Sehr schön. Okay, wenn du da willst sein. Naja, Chaos. Ich sag nur Chaos. Dann reden wir mal mit ihm. Was gibt es? Ja, wir müssen sehr wenig machen momentan. Das ist ein bisschen blöde. Greift ihn an, greift ihn an. Wir warten noch ein bisschen. Jetzt greifen wir an. Rieshelfen zum Schlachtfeld. So, hier kann man schon viel besser kämpfen. Okay, Angriff. Die sind nah bei mir. Ja, was macht ihr? Ah. Jetzt bekommen wir wieder die Verluste, weil die so drüben sind. Nun gut. Janissa und Schmier sind gestorben. Bewusstlos. Muss da mal. So. Sehr schön. Einer ist gestorben, okay. Boah, haben wir die schnell verkloppt. Niedlich. Boah, voll den Speer in den Wanst. Yay. Oh, schöner Mann. So, Verwundete, drei Verwundete, ist mir egal. Gut, euch hier zu treffen, Monika Basler. Lasst uns nun den Himmel für unseren Sieg danken und die vielen guten Männer betrauen, die heute fielen. Helsim Harim von der königlichen Nordmannschaft ist zu fliehen. Oh Gott. Also dann hätten wir hier Swadische Pikwir, Schakait, Landsknecht, Schwertkämpfer, Langbogenschützen, den nehmen wir. Waffenmeister, Schützenmiliz, Scharfschütze. 27, nein, das ist zu teuer. Den nehmen wir mit. Die anderen lassen wir da. Da haben wir noch Jägerinnen. Okay. Und die Waren sind. Okay, ein recht guter Helm. Schwerter, die recht scheiße sind. Nein, da nehme ich nicht mit. Das ist nichts wert. So. Ein blutiges Geschäft, Hauptmann. Ein blutiges Geschäft, doch natürlich ein notwendiges. Plantius Oval, glaube ich, teilt meine Feriengefühle über das dauernde Kämpfen. Es bekümmert ihn sehr, das Leben seiner Mitmenschen zu beenden zu müssen, wie gerecht die Sache auch sein mag. Er und ich haben über eine bessere Zukunft gesprochen, in der es kein unnötiges Blutvergießen, nur Spiele und Turniere gibt und dass diese Zeiten bald kommen mögen. Sehr schön. Ja, das sind die, die Angst haben von den Kämpfen. Und deshalb, naja, nicht so gut drüber reden. Das ist klar. Aber es ist natürlich nötig in so einem Spiel. So, Ries. Ich will doch jetzt endlich mal etwas anders machen. Aufgaben. Nein, das kann ich nicht. Ja, schade. Der König. Ja, was ist mit dir? Hab die Aufgaben. Das könnte ich dann mal machen, aber noch nicht jetzt, aber trotzdem. Das kann ich dann machen und... Jo. Treue-Schwur will ich nicht leisten, das kann ich wahrscheinlich auch noch nicht, weil ich jetzt sagen, diesen Sultanat noch
gerne ein bisschen gehen will, damit das Let's Play noch ein bisschen spannender bleibt. Und ja, wir müssen dann mal schauen, ob wir dann Truppen irgendwo in einem Dorf oder in einer Burg reinmachen können, weil wir haben schon recht viele Truppen. Das ist ein bisschen negativ. Wir sollen lieber gute Truppen haben, die auch kämpfen können. Voll trockener Hals. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Aber es geht. Also, ja, das war's dann mit diesem Part. Viel Spaß mit dem nächsten. Tschüss.